Fand jetzt Abraham zurück in Assassin's Creed Mirage. Und ich habe hier die Mission Erster Befehl und soll Al-Ghul herauslocken. Und jetzt soll ich nach Möglichkeiten suchen, hier in diese Festung reinzukommen. Ich zeige euch erstmal, wo ich überhaupt bin, weil ich bin jetzt mittlerweile aus Bagdad raus. Da. Ja, das ist die Gegend. Hier bin ich lang. Um nochmal schnell zu zeigen, das ist das gesamte Gebiet. Also da gibt es noch einiges zu erkunden. Und genau. Und werde mich jetzt dieser Mission widmen. Suche jetzt gleich nach den Möglichkeiten, da reinzukommen. Mal schauen, ich werde mal was Neues wählen. Ich habe ja letztes Mal einen Händler gehabt. Und würde sagen, ja, wollt ihr mehr von mir sehen? Von Assassin's Creed Mirage. Und wie schon gesagt, mir, dann lasst doch ein Abo da. Und ich wünsche euch jetzt schon einmal viel Spaß. So, als erstes nehmen wir uns das jetzt vor, den Adlerblick. Wird es mit Sicherheit einen Händler geben. Da ist der erste. Der zweite kommt dann gleich. Wo bist du? War wieder so unscharf wie immer. Das ist ein bisschen... Okay, das sind die zwei Sachen. Also ich kann jetzt hier wieder über Händler reinkommen. Keine Ahnung, wo der zweite ist. So, hier raus. Dann gibt es wahrscheinlich noch eine Möglichkeit. Da ist ein Tunnel, ich sehe ihn gerade. Das heißt, man könnte auch darüber reinkommen. Guck mal, die eine Ablenkungsmöglichkeit ist jetzt tatsächlich hier innen drinne. Und hier, oh, ich kann da durchtauchen. Von daher würde ich sagen, das ist da drinne. Ich würde mich jetzt sozusagen erstmal jetzt hier durchtauchen wollen, also einmal diesen Weg nehmen. Und jetzt sieht ihn keiner mehr. Schade eigentlich. Und tschüss. Möge er von dannen schwimmen. So, da drüben ist ein Händler. Der ist drinnen. Mit dem kann ich reden. Die Wachen gehen gerade weg. Na dann, den schnappen wir uns. Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte, du musst uns helfen. Na, wie kann ich euch helfen? Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mes'ud bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt Al-Ghul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Okay. Ich soll nach dem Sklaventreiber suchen und mit ihm sprechen. Okay. Renne bin ich schon mal. Ich bin gleich weg. Und dafür gibt es halt diese ganzen Auszeichnungen, die man klauen kann. Da werde ich mir nachher mal ein bisschen Vorrat anlegen, damit ich dann ein bisschen besser ausgerüstet bin. Und dann gibt es noch mehrere Möglichkeiten, da reinzukommen. Also ich bin jetzt erstmal getaucht, jetzt hier drinnen. Nein, Taschendiebstahl ist jetzt zu riskant hier.
Da ist er. Ich bin nicht da. Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs? Weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Okay, das ist nicht der Händler. Weitermachen. Was? Du bist tot! Mann, okay, das klingt nach einem Neustart. Ah, sehr schön. Ausdauer ist auch gebraucht. Sehr schön, ein Neustart. Da wollen wir mal wieder rein. Den Anfang kriegen wir hin. Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte, du musst uns helfen. Wie kann ich euch helfen? Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mes'ud bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt El-Rul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Verhaltet euch ruhig. Bin gar nicht hier. Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs? Weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Nicht hin.
ist der Lappen jetzt? Beachtet mich nicht. Bleibt ruhig. Friede sei mit dir. Friede sei auch mit dir. Kann ich dir etwas Obst oder Gemüse schmackhaft machen? Meine Granatäpfel sind reif und saftig. Damit willst du hier handeln. Lass mich darüber nachdenken. Der Händler ist da drüben. Ich grüße dich, Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Ich nehme nur Darahim. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer, Arbeiter. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000. Boah, 15.000? Habe ich nicht. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Wenn ich diese Arbeiter befreien will, muss ich die Urkunde stehlen. Mach keinen Aufstand. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Zwei Männer. Stiehl die Besitzurkunde. Wieso muss ich den Typ finden, der die Besitzurkunde hat? Ah ja, da hinten. Da muss ich da hinten vorbei. Vergesst mich einfach. Verstehen. Kann ich ein... Das wäre geil gewesen, so aus dem Heuhaufen noch raus. Hat, kommt, weg ist das Zeug. Okay. Also klappt nicht. Da geht jetzt aber darum. Ja, dann wollen wir mal. Einfach weitermachen. Dann befreie ich sie mal. Wo ist... Was? Die Besitzurkunde? Habe ich sie verloren? Ich habe eurem Händler die Urkunde abgenommen. Ihr seid nicht länger gebunden. Geht. Die Arbeiter sind außer sich. Das wird El-Khul mitbekommen. Ich muss bereit sein. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Komm raus und sieh zu, Feigling.
Okay, der kommt jetzt raus. Aber wie komme ich jetzt da nach oben? Da ist er. Das ist die Gelegenheit. Uns wurde Arbeit versprochen. Deswegen sind wir hier. Darum sind wir an uns die Hände. Was geht da draußen vor sich? Wo ist der Vorarbeiter? Ich will wissen, was das zu bedeuten hat. Gleich ist es vorbei. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Aha, okay, also es gibt jetzt eine Attentäter-Konzentration, also Attentatsequenz, okay. Dich nicht in einem Kampf befindest. Während die Attentäter-Konzentration aktiv ist, kannst du mit der linken Maustaste wählen, welche Gegner anzugreifen willst und deine Wahl mit Leerzeichen bestätigen. Okay, dann möchte ich gerne den und beginnen. Komm zu Sinnen. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen.
Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Ghuls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El Anbar. Also es gibt neue Aufträge im Bruderschaftshaus. Das ist schon mal wichtig. Aktuell habe ich keine aktive Mission. Und ich habe was in mein Inventar bekommen. Ja klar, die blutbefleckte Feder. Ich kann natürlich meine Fertigkeit nochmal aufleveln. Ich gehe nochmal kurz in Nachforschung rein. Ah, jetzt wird es durchsichtiger. So. Also. Aufträge habe ich momentan keine angenommen. Ich muss mal gucken, was ich da nochmal so ein paar Sachen verdiene. Das mache ich jetzt dann ohne euch, weil ist nicht so spannend, ist nett, aber ist interessant fürs Gameplay, weil ich noch ein bisschen mehr austesten möchte. Da habe ich gemerkt, diese Münzen sind da sehr hilfreich. Und ich habe noch Darvis Laden, da gibt es noch eine kleine Quest, die ich noch erledigen kann. Da habe ich schon etwas zwischendurch angenommen und von daher werde ich die als nächstes ja doch sozusagen bearbeiten. Und mein Ziel ist weiterhin all cool. Und Alib im Muhammad ist erledigt. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, neuer Aboram. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.